Fahrgäste der Aussteiger befinden sich in Fahrtrichtung rechts. GEMA-Musik. Ich glaube, es ist GEMA-Musik. Guten Morgen, Leute aus Hamburg. Wir sind nach einer längeren Zeit mal wieder hier, weil momentan Zeugnisferien sind und wollen daher einfach mal einen Ausflug hierher machen. Und ich würde sagen, dahin nehme ich euch jetzt einfach mal mit. Und vor einem Jahr haben Jakob und ich ja schon mal ein Video hier gemacht. Eins, das wir etwas filmischer gestaltet haben oder es zumindest versucht haben und es am Ende nie wirklich separat hochgeladen haben. Aber okay, ich würde sagen, hier kommt der kleine Trip in Hamburg. Trip, egal. I spy in the moonlight. Wish I knew you were right by my side. Can't I fantasize about you running in the summertime. Peek at you through window. Thunderstorm love struck a weirdo. Why can't I look in your eyes? Oh, I stutter, stutter, stutter. Fun Fact, mit diesem Schiff im Hintergrund bin ich vor Urzeiten mal gefahren. Vor Urzeiten? Vor Urzeiten. Ja, ist ziemlich hart zu reden, wenn es kalt ist. Aber daran kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern. War ganz cool. Aber jetzt geht's weiter. Warum klaut man Logos von anderen? Verstehe ich nicht. Dedon, ja, Dedon sah eigentlich genauso aus. Bis auf die Lücken dazwischen den Buchstaben. Aber war ziemlich witzig. Dazu gibt es auch eine interessante Story. Och Mensch, Leute, was macht ihr denn im Rucksack? Ha, ist doch voll eng da eigentlich, oder? Na, raus mit euch. So, wir sind wieder in den Headquarters. Die interessante Story, von der ich gerade eben gesprochen habe, ist jedenfalls, dass wir das Musical Der König der Löwen schon im Jahre 2014 gesehen haben. Und meines Wissens nach waren die damals noch gar nicht in Hamburg, sondern wir haben das Musical in New York gesehen. Am Broadway, genau. 2014 war ich nämlich tatsächlich mit meinem Dad in New York und da sah ich natürlich auch ganz anders aus. Hatte noch gar nicht diese Frisur hier. Also da ich die ganze Zeit so eine normale Frisur, die mir hier so unten und nach unten hängt. So eine männliche Pony-Frisur quasi. Ne? Also ja, so eine Pferdefrisur halt. Auf jeden Fall hätte ich damals schon einen YouTube-Kanal gehabt, dann hätte ich das aber voll ausgenutzt und jeden Tag natürlich ein Video aus New York gebracht, aber ja, ich bereue das, dass ich nicht früher mit YouTube angefangen habe, aber ich habe danach erst wirklich die YouTuber-Kultur entdeckt. Jedenfalls, was ich euch auch noch zeigen kann, ist etwas, wofür wir hier erstmal Licht anmachen müssen, und zwar hier, seit einigen Tagen verwende ich diese Maus hier, meine alte Maus, weil die ich an meinem Laptop vorher immer verwendet habe und heute sie nicht mehr wirklich verwende, denn meine Razer Naga hat einfach aufgehört zu funktionieren. Ich kann es euch mal zeigen. Hier ist auch ein Modell von 2014, habe ich auch Ende 2014 tatsächlich schon bekommen. Hier die Razer Naga, hier an der Seite ist auch aller möglicher Schmutz von meinen Händen, der sich über die Jahre da aufgebaut hat. Also will man nicht unbedingt anfassen, dieses Keypad. Aber sie hat einfach aufgehört zu funktionieren. Hat sich plötzlich einfach disconnected und war nicht mehr zum Leben zu erwecken. Und ich hätte das ja repariert, Leute, wenn ich wüsste, wie man das reparieren kann. Aber ich denke, ich habe da genau das getan, was auch jeder von euch tun würde. Nämlich einfach eine neue Maus kaufen, weil sowas kann ich einfach nicht reparieren. Und wer kann sowas schon reparieren? Vielleicht kann das ja jemand von euch reparieren. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr das könnt. Aber auf jeden Fall, was es noch zu erledigen gibt, ist, es gibt unten noch ein Paket. Cooles Design. Aha. Okay, wir müssen schnell machen. Ich habe nämlich nur noch ganz wenig Akku. Das hier ist nur ein wichtiges Zubehör. Also wichtiges Zubehör eigentlich. Aber hier geht
es jetzt eigentlich ran. Kann man das so öffnen oder brauchen wir wirklich dieses Messer dafür? Man kann es so öffnen. Aber wir haben es trotzdem zerrissen. Ah, das muss doch hier klappen. So, was wir hier drin nämlich haben, ist ein Microfiber Cleaning Cloth. Ah, hier drin. So, das hier ist ein ND-Filter. Ein variabler ND-Filter von Fodga. Für Filmmaker eigentlich ein ziemlich wichtiges Tool, denn er hilft bei einer ganz bestimmten Sache. Und zwar die Belichtungszeit genau so zu halten, dass sie die Hälfte des Intervalls zwischen den einzelnen Bildern beträgt. Hat das einen Sinn gemacht? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, wenn man zum Beispiel mit 24 FPS filmt, wie ich es jetzt gerade mache, dann sollte man seine Belichtungszeit auf einem 48stel möglichst halten. Und dabei hilft dieser ND-Filter. Natürlich geht ein 48stel nicht ganz genau, aber wenn man ein 50stel macht, dann ist das nah genug dran, sodass man keinen Unterschied mehr sehen kann. Auf jeden Fall, davon filme ich jetzt ein bisschen B-Roll für den englischen Kanal und dann packen wir ihn aus und testen ihn auch mal aus. So, jetzt geht es aber daran, die neue Razer Naga auszupacken. Die Naga Trinity ist das, die hat 100 Euro gekostet, beziehungsweise es war nur 90 Euro im Prinzip, weil es das Ausstellungsstück war, aber weil nur noch das war noch da. Und zwar im zweiten Technik-Store, in dem wir waren, Razer, liefert wieder Razer Nagas aus, ganz dringend. Okay, aber packen wir sie mal aus. Ich mache das ja immer sau gern, so Unboxings, ne? Also, auch wenn sie nicht wirklich viel bringen, ich mache sie trotzdem gern. Gerade in Vlogs. Ich glaube, so rum ist richtig. So, okay, was haben wir hier? Congratulations, there is no turning back. Okay, we're the first to offer a mouse worthy of being called a gaming mouse that provides. Okay, alles klar. Das müssen wir uns nicht durchlesen. Lesen wir es später durch, ja? Anleitung brauche ich nicht. Ich hatte schon mal so eine ähnliche Maus. Der USB-Anschluss hat sogar eine Kappe. Alles klar. Und hier grün. Dedication, Alter. So muss das sein. Die alte Razer Naga hatte auch noch den alten Razer Schriftzug, der so ein bisschen mehr so MMO-mäßig war. So moderne Mythologie und so. Ihr wisst, was ich meine. Das Kabel ist auch braided und so. Also da muss ich sagen, das ist das, was ich bevorzuge bei einer Maus. So, hier haben wir die Maus. Sie ist eigentlich quasi neu. Klicken lässt sie sich auch gut, die alte ließ sie aber noch ein bisschen besser klicken. Und hier kann man das Profil umstellen und hier sind die 12 frei belegbaren Tasten. Und ich werde die Maus diesmal auch sauber halten. Alles klar, aber irgendwie kann man das jetzt auf jeden Fall austauschen. So. Ach so, man muss wahrscheinlich. Ach nee, das ist einfach magnetisch, Leute. Guck mal, das ist magnetisch. Und das klippt man hier dann einfach so dran. Man muss natürlich diese Konnektoren hier sauber halten, von daher irgendwo aufbewahren. Kack, ist da irgendein Schutz für mitgeliefert? Also, ich denke eigentlich, man müsste diese Konnektoren hier schützen, aber vielleicht muss man das auch nicht. Das ist natürlich hier die ultimative Maus dann, ne? Danke für den Titel. Wo man, wenn man hier die 12 frei belegbaren Tasten einfach durch zwei Tasten austauschen kann und dann so eine Basic-Maus hat einfach, mit der man weiter nicht wirklich viel machen kann, wo man dann eigentlich nur zwei Hotkeys hat. Und eine Naga Hex, das ist auch, die Maus gab es auch schon vorher, wo man dann einfach hier 1, 2, ja, 6 Tasten eben hat, in einem Kreis angeordnet. Muss ich auch mal ausprobieren, aber ich bleibe am besten nach wie vor bei den 12 frei belegbaren Tasten. Ich muss nur noch jetzt gucken, wo ich diese Konnektoren hier aufbewahren kann. Das heißt, diese Konnektoren, die Konnektoren sind ja eigentlich nur der Part hier. Ja, so sieht er aus. Könnt ihr nochmal von nahem sehen. Wo kann ich das aufbewahren? Diese Module, genau, so kann man sie nennen. Mein Deutsch mal wieder, die Module. Aber das ist die ultimative Gaming-Maus. Kann man nicht anders sagen. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. So, willkommen in Wolfsburg. Wir sind hier gerade bei der Autostadt, was quasi die absolute Zentrale von VW ist, könnte man sagen. Hier in der Nähe werden auch die Autos hergestellt und es ist quasi eine Art Riesenmuseum in Anführungsstrichen, weil es ist natürlich kein typisches Museum von allen Volkswagen-Firmen, also von allen Firmen, die auch noch bei Volkswagen noch mit dabei sind. Wir sind gerade im Schatten, da gehen wir jetzt rein. Das wird auch ziemlich cool werden. Zweimal waren wir, glaube ich, schon hier. 2013, glaube ich, das letzte Mal. Ich weiß nicht, wie viel sich seitdem verändert haben könnte, aber ich habe das auf jeden Fall ziemlich cool in Erinnerung. Jetzt gehen wir da auf jeden Fall erneut mal hin. Ich finde es cool, dass wir mal wieder hier sind. Davon gibt es jetzt natürlich auch ziemlich epischer B-Roll mit der Sony.
Fall der größte Ehrenmove, hier sowas stehen zu haben. Aber vor allem so ein bisschen fasziniert ist hier, dass hier zum Beispiel ein Audi A2 aus dem Jahre 2005, was ja noch nicht mal so lange her ist, aber dem Ding ist halt erst im Originalzustand. Und das ist das Geile daran, weil so sahen die damals aus. Ich hatte ja auch schon geliebt, aber so sahen die damals neu aus. Irgendwie schon krass, sowas im Jahr 2019 zu sehen. Auch dieses Auto hier im Hintergrund, dieser Golf Country, scheint ja irgendwie auch im Originalzustand zu sein. Und der ist von 1990. Das ist natürlich schon viel aufregender und der Lack absolut unbeschädigt. Und hier ein Golf von 1980. Wie ist das denn so, das hier einfach im Originalzustand zu sehen? Ist schon cool. Hat auf jeden Fall was Einmaliges. Und das hier, Leute, ist ein Cupra. Habt ihr das schon mal gehört? Cupra auf jeden Fall hier. Carbon-Lenkrad. Also hier, ihr seht schon, hier ist so, hat so diese Carbon-Optik, hier in der Mitte vor allem. Und dieses Logo, das hier, ich sag euch Leute, und vor allem hier, das hier, diese rote Optik und so, ne? Ich sag euch Leute, das hier ist das ideale Gamer-Auto. Also anders kann man das auch nicht sagen, oder? Ich meine, das hier mit dieser Carbon-Optik und dem roten, hier das hier ist auch in Rot statt irgendwie in Blau, wie das bei manchen Autos der Fall ist. Alter, Leute! Jetzt fehlen noch komplett rot leuchtende Tasten überall. Wobei, das haben die doch, oder? Am besten noch RGB, wo noch die Farbe einstellen kann. Das wäre auf jeden Fall super. Ich mache ja auch gerade Fahrstunde, also mache auch gerade einen Führerschein, von daher. Ich weiß nicht, Cupra, obwohl das wahrscheinlich ein ziemlich teures Auto ist. Aber okay. Alter, dieses Rad hier sieht auch geil aus. Gucken wir jetzt mal noch weiter und machen noch weitere Shots. Schon spannend in so einem Crafter. Wir sind hier gerade beim Porsche-Gebäude, wo dieses riesen Ding hier einfach runterragt. Diese Zunge könnte man fast schon sagen. Und jetzt ist gerade Sonnenuntergang und ihr habt keine Ahnung. Ihr müsst dafür eigentlich selber hier sein, um zu sehen, wie ästhetisch diese Schornsteine im Hintergrund überhaupt aussehen. Ich bin gar nicht richtig beleuchtet, ich weiß. Aber ihr seht es auf jeden Fall. Diese Schornsteine im Hintergrund sind riesig. Ich glaube, ich konnte euch das gar nicht so wirklich vermitteln, wie groß sie überhaupt sind. Aber ich gucke einfach zu Hause, ob das geklappt hat. Und ja, jetzt geht's aber ins Porsche-Haus und dann auch schon wieder in den Headquarters. Alter, wenn das nicht 100% gepasst hat, dann weiß ich auch nicht. We'll be right back.
das war mal wieder episch. Also ich muss ja schon sagen, die Autostadt ist ein mega futuristischer Ort. Und mit dem richtigen Sonnenuntergang sieht er auf jeden Fall sehr ästhetisch aus. Ich finde, es hat sich durchaus gelohnt, dahin zu fahren. Mega hat es sich sogar gelohnt. Und ich hätte wahrscheinlich noch die große Kamera mitnehmen sollen, aber zumindest hatte ich eine Kamera dabei. Kleine Real-Life-Story fürs Ende. Es gab in der Autostadt so ein Panorama-Kino, eins, das eigentlich quasi dem menschlichen Sichtfeld entspricht, also sehr, sehr, sehr breit, ein sehr breites Seitenverhältnis hatte das. Und da waren so Sessel und das war fast leer. Und der Film, der da lief, ist so immer in Endlosschleife quasi gelaufen, weil es waren so 4 extra Filme, die konnte man jeweils immer in Endlosschleife sehen. Ich habe mich natürlich direkt in die Mitte gesetzt, um die volle Experience zu bekommen. Ihr kennt mich ja, ne? Und außer meinem Dad und mir waren da noch 2 weitere kleine Kinder drin. Wahrscheinlich irgendwo noch die Eltern, die ich aber komischerweise nicht gesehen habe. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Ich kann euch mal zeigen, wie das da aussah. Natürlich nicht so viel, weil sonst sind die wahrscheinlich nicht gerade glücklich darüber, die Produzenten dieses Films. Was geht? Und als ich da so in der Mitte saß, so voll in den Film vertieft, war natürlich der Rest komplett dunkel. Und die Leinwand war ganz hell. Und dann lief da so dieses eine kleine Kind so an die Leinwand ran. Und dieses Größenverhältnis, vor allem weil ich so tief saß, das sah so, ich sag dieses Wort nicht gerne, aber es sah cinematisch aus. Man muss das einfach mal so sagen, ja, sorry Leute, ich mag dieses Wort einfach nicht. Auch wenn ich Filmmaker bin, aber es sah filmisch aus einfach, muss man sagen. Und da habe ich vor allem gelernt, man muss immer so ein bisschen auf Größenverhältnisse achten. Tiefe kreieren, indem man eine Art Vergleich erstellt, indem man, wie nennt man das? Größenkontraste erstellt. Nee, wie sagt man das? Ey, ohne Witz jetzt, wie nennt man sowas? Indem man Größenverhältnisse darstellt. So kann man es einigermaßen sagen. Aber das gehört auf jeden Fall noch dazu. Und ich denke, das ist mir auch ziemlich gelungen, aber auch das Ganze so zu komprimieren, dass etwas, was weiter entfernt ist, nicht so groß aussieht, wie wenn es zum Beispiel mit diesem Weitwinkelobjektiv gefilmt ist. Wenn etwas jetzt mit einem Mega-Teleobjektiv gefilmt wird, wie dem hier, dann sieht es sehr komprimiert aus. Das Größenverhältnis wird so auf eine andere Art und Weise dargestellt. Es wird eher komprimiert, als dass die Größenverhältnisse durch Weitwinkel dargestellt werden. Das Haus im Hintergrund zum Beispiel, falls ihr das noch irgendwie sehen könnt. Das ist natürlich im Vergleich zu mir riesig, aber es sieht sehr klein aus. Während, wenn ich dieses Objektiv nehme, dann sehe ich eigentlich noch und mich selber genauso aussehen lasse, wie ich jetzt bin. Also von der Größe her genauso aussehen lasse. Dann aber auch dieses Haus im Hintergrund habe, dann sieht das Haus riesig aus. So muss man das sehen. Das ist Hintergrundkompression, so nennt man das zumindest, glaube ich, auf Englisch zumindest. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich gelernt habe. Und dieser Vlog ist jetzt schon wieder XXL geworden, gerade durch dieses Segment. Und ich würde mal sagen, wenn ihr mehr solche epischen Vlogs sehen wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Es wird in der nächsten Zeit natürlich noch viel mehr Episches kommen. Was genau, weiß ich natürlich nicht, aber es wird viel mehr Episches kommen auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Und ciao.